Schon seit über einem Jahr mache ich beim Nerd-Podcast mit, wo unter anderem Nerd Over News und Gute Laune-Typ mitmischen. Im aktuellen kostenlosen Feed haben wir über eine Stunde lang Palworld diskutiert. Wer so nach dem Video mehr braucht, wird dort fündig. Im Premium-Feed findet ihr meine beiden Podcast-Formate So ein Mist und Wie geil, die monatlich erscheinen und wir haben schon echt einige Episoden aufgenommen. Wenn ich mal nicht über eine Thematik in Videoform sprach, dann weil ich es dort bereits durchgekaut habe. Ihr könnt den Premium-Feed 30 Tage lang kostenlos testen. Wer also Podcast mag, schaut am besten mal bei nerdpodcast.de vorbei. Und nun auf zum Video. Salsa-Shark! Ein neues Jahr, ein neues Hype-Spiel. Und da es irgendwie was mit Pokémon zu tun hat, muss ich natürlich meinen gewollten Senf dazu ablassen. Wenn ich diese Zeilen hier einspreche, bedeutet es, dass ich das Skript zum dritten Mal komplett neu schrieb und nun endlich zufrieden bin. Die letzten Wochen kamen gefühlt täglich neue, wichtige Informationen raus und meine vorherigen beiden 5 Seiten langen Texte waren dadurch schnell veraltet bzw. unvollständig. Ihr wisst, dass ich kein Fan davon bin, ein Thema mehrfach auszuschlachten, um massig Views und YouTube-Einnahmen einzukassieren. Deswegen poche ich immer so auf Patreon, damit ich es mir erlauben kann, das bestmögliche Video abzuliefern, das euch 15 anstrengende Clickbait-Artikel erspart und auch noch in 4 Jahren wertvoll ist. Deswegen möchte ich direkt hier an dieser Stelle meinen Patrons und Kanalmitgliedern danken. Ohne euch könnte ich mir diese Zeit nicht nehmen und Quantität würde über Qualität stehen. Ernsthaft, danke an alle, die mir das hier möglich machen. Wo wir das gesagt haben, geht es heute um Palworld, das aktuelle Hype-Spiel, das viel mit Pokémon gemeinsam hat. Und ich rede nicht davon, dass die Designs und teilweise sogar Modelle eindeutig dreist geklaut sind. Palworld hat auch außerhalb mehr mit Pokémon gemeinsam, als man zuerst denken mag. Damit wir aber alle auf derselben Seite sind, beginnen wir mit einem kurzen Review des Spiels. Palworld ist im Kern ein 0815 Survival-Spiel, wie die meisten von euch sicherlich bereits 100-fach gespielt haben. Klopp ein paar Bäume, klopp ein paar Steine, nutze die abgebauten Ressourcen, um Sachen zu bauen, um besser Bäume und Steine kloppen zu können und schaltet dann mehr Dinge frei, damit ihr neue Ressourcen herstellen könnt, um damit mehr Dinge zu bauen. Es ist ein typisches Zahlengehen-nach-oben-Spiel, wie es Ark, The Forest und echt unzählige andere Spiele 1:1 so gemacht haben. Witzigerweise hat der Entwickler des Spiels genauso ein Spiel bereits mal entwickelt, namens Craftopia. Aber dazu kommen wir später noch. Irgendwann könnt ihr dann Häuser bauen mit diesem einen Steckplatzsystem, das nur in Fortnite wirklich gut klappt und in jedem anderen Spiel irgendwie super fummelig ist. Aber es erfüllt seinen Zweck, auch wenn es nie schön ist, was am Ende rauskommt. Abwechslung kommt rein, wenn der andere Part des Spiels dazukommt. Pokémon. Also Pals, Monster, die ihr fangen könnt, um mit ihnen zu kämpfen oder damit sie im Lager Jobs erfüllen. Jedes Monster kann bestimmte Dinge und das ist so ziemlich das einzige Feature, das ich wirklich interessant und auch echt gut finde. Und zum Beispiel in anderen Spielen Kohle in einen Schmelzofen gepackt werden muss, verwendet man hier Feuermonster, damit die dann den Schmelzofen befeuern. Diese Idee ist an sich simpel, aber eben genau das, was Pokémon mal gebraucht hätte. Überall in der Serie oder auch in den Spielen sieht man, wie Pokémon Jobs erledigen, Aufgaben übernehmen, aber man selbst hat sowas im Spiel nur an bestimmten Stellen. Es zeigt ganz gut, wie viel Potenzial noch in diesen Kapselmonster-Spielen steckt und Game Freak sich einfach seit Jahrzehnten dagegen wehrt, Neues zu probieren. Und jetzt kommt der Punkt, den ich wieder nicht verstehe, aber irgendwie andere nicht stört, bei dem ich sage, dass ich das Spiel nicht länger als 8 Stunden spielen konnte, da ich vor Langeweile einfach gestorben bin. Denn das Spiel hat neben Basisaufbauen nicht viel zu bieten. Es gibt zwar eine gigantische Welt, die ist aber einfach ein komplettes Kitbashing-Desaster. Wenn ihr nicht mein Elden Ring-Technik-Video gesehen habt, dann solltet ihr es nachholen. Da gehe ich darauf ein, was Kitbashing bedeutet und wie Elden Ring es hervorragend nutzte. Kurz gesagt bedeutet es, generische Modelle wie Felsformationen ineinander zu stecken, um so Landschaften zu erzeugen. Das kann gut funktionieren, wenn man genug originelle Modelle besitzt und richtig gute Level-Designer hat. Dies war hier größtenteils nicht der Fall. Stattdessen merkt man, dass die Größe der Map als erstes ausgewählt wurde und man dann versuchte, diesen Ort irgendwie zu füllen. Die Welt ist sterbenslangweilig und super weitläufig. Überall wurden Eier, Schatzkisten und diese grünen Upgrade-Figuren platziert, damit es überhaupt einen Grund gibt, sie zu erkunden. Also neben den Monstern, die man fangen kann. Aber sie sind fast nie an logischen Orten platziert, sondern halt einfach irgendwo. Ernsthaft, ich habe mir so häufig gewünscht, Tears of the Kingdom zu spielen, wo alles einen eindeutigen Grund hat und jedes Collectible an Orten platziert wurde, wo es auch Sinn macht. Und in Zelda ist die Welt ebenfalls sehr weitläufig, aber dafür auch immer wieder mit interessanten und einzigartigen Sachen gefüllt. Hier ist mein Haus oder dort eine Felsenformation, dort ist ein komisch aussehender Höhleneingang. Stattdessen in Palworld findet man auf der ganzen Karte zum Beispiel immer und immer wieder dieses eine Steintormodell, auf dem immer ein Item ist und klettert den halt hirnlos hoch, ohne Challenge oder sonst was. Muss nur hin und wieder an diesen Steinringen warten, damit sich die Stamina wieder auflädt.
Ich denke, hirnlos passt ganz gut, da man ernsthaft null Hirnschmalz für Palworld benötigt. Und das macht mich wahnsinnig. Es ist, als wenn meine Lebenszeit zwischen meinen Fingern entgleiten würde und ich nur darauf warte, dass weitere Zahlen nach oben gehen, während ich im Autopilotenmodus stumpf durch die Gegend gehe und mit einem Baseballschläger auf Monster einkloppe. Und das ist eine weitere anstrengende Sache. Es gibt kein Kampfsystem. Man spawnt sein Monster, es fängt an, ununterbrochen ein anderes Monster anzugreifen und entweder kloppt man mit darauf ein oder hofft, dass man im richtigen Moment seine Pell-Sphäre werft, um das Monster zu fangen, bevor das eigene Monster es tötet, weil es per Zufall eine starke Attacke anwendet. Die KI ist halt nicht existent, egal ob Level 1 Monster oder High Level Endgame Boss Monster, alle nutzen dieselbe KI-Routine. Laufe im Kreis um das Ziel, springe einen Satz nach hinten, starte eine Fernkampfattacke oder lauf auf das Ziel los für eine Nahkampfattacke. Alle Monster machen das. Es gibt keine coolen Dark Souls-like Bosse, die mit der Umgebung etwas machen oder besondere Attacken haben. Keine riesigen Monster, die man Monster Hunter-Style mit Taktik zusammen bekämpfen muss, obwohl sich das sehr einfache Kampfsystem perfekt dazu eignen würde. Selbst Game Freak in Legenden Arceus hat das interessanter hinbekommen und das ist ein Satz, der mir ein wenig wehtut zu sagen. Es gibt kaum NPCs und die, die es gibt, labern irrelevanten Nonsens. Es gibt keine Story, es gibt 4 Türme, in denen bestimmte NPCs sind, die man besiegen muss, die allesamt 0 Dialog haben. Es ist komplett stumpf. Und beim besten Willen kann man es dadurch schwer mit einem klassischen Pokémon vergleichen. Palworld ist nicht das Pokémon, das Game Freak hätte machen sollen, wie einige es halt sagen. Ich würde fast sagen, die haben noch nie ein Pokémon gespielt, die sowas sagen. Ich habe nach 8 Stunden absolut kein Verlangen mehr, dieses Spiel wieder zu starten, da ich mich ansonsten zu Tode langweilen würde. Streams anzuschauen, was am Ende des Spiels noch so kommt, zeigte mir, es kommt absolut nichts, also werde ich nicht mein Leben damit verschwenden. Die ganze Zeit, in den letzten paar Minuten habe ich so ein Beben gehört. Es gibt einige, die versuchen, das Ganze zu verteidigen. Was wird gesagt? Ah, sowas wie, was laberst du Idiot denn bitteschön? Das Spiel ist doch noch nicht fertig. Es ist im... Ich als Entwickler würde das Konzept von Early Access auf den Tod verteidigen. Es hat so vielen Entwicklern geholfen, nicht nur die Produktion eines Spiels zu finanzieren, sondern auch dank User-Feedback gute Spiele noch besser zu machen. Aber wie auch zum Beispiel bei Kickstarter gibt es immer diese Negativbeispiele, wodurch ein gutes System am Ende schlecht gemacht wird. Ist irgendwie sowas Menschliches. Alles Gute muss wegen habgierigen Menschen zerstört werden. Immer wenn ich mit jemandem darüber rede, dass Palworld leer ist, eine dümmliche KI besitzt und man einfach nichts zu tun hat, kommt die Antwort, ist ja noch Early Access, vielleicht kommt das ja noch. Und dieses vielleicht ist immer das, was mich wahnsinnig stutzig macht. Warum glaubt man das? Warum vertraut man dem Entwickler? Ich verstehe, dass bei einer Spielreihe, die schon ewig gibt wie Zelda, man halt weiß, dass man schon keine Grütze am Ende bekommen wird. Skyward Sword ist da so das Schlechteste, was man bekommen kann. Und auch wenn ich es nie wieder spielen möchte, verstehe ich, dass es Qualitäten besitzt. Aber warum genau vertraut man einer Firma, die garantiert für über 99% der Palworld-Spieler komplett unbekannt ist? Sollte man nicht eher stutzig sein, warum so eine seltsame Pokémon-Kopie überhaupt existiert? Was muss das für ein Entwickler sein, der Spiele wie Zelda, Pokémon, Genshin Impact und sogar Smash einfach dreist kopiert? Ich würde so einem Laden nicht einfach blind vertrauen. Vielleicht, weil ich zu häufig reingelegt wurde und mit blindem Vertrauen auf die Fresse geflogen bin, aber alles daran schreit einfach nur danach, dass irgendetwas nicht stimmt. Und es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass Palworld niemals aus den Early Access rauskommen wird. Denn dies ist nicht das erste Rodeo vom Palworld-Entwickler Pocket Pair mit Early Access. Ganz im Gegenteil. Ein anderes Spiel von ihnen, Overdungeon, war lange im Early Access und die Spieler fanden es gut für ein unfertiges Spiel. Es fehlte halt nur der letzte Schliff. Der kam jedoch nie. Pocket Pair veröffentlichte Overdungeon plötzlich als fertiges Spiel und es wurde nicht mehr weiterentwickelt, obwohl alle etwas anderes erwartet haben. Und dann haben wir noch Craftopia. Es ist beeindruckend, wie Craftopia und Palworld nebeneinander fast schon identisch sind. Beide Survival-Spiele mit Monster fangen. Nur ist Craftopia ein optisch schlecht optimiertes Unity-Spiel, das die absoluten Basic-grafischen Möglichkeiten von damals nutzt, und Palworld ist ein optisch schlecht optimiertes Unreal-Spiel, das die absoluten Basic an grafischen Möglichkeiten von heute nutzt. Es wäre für mich unmöglich, ein Technik-Video über Palworld zu machen, da es absolut nichts gibt, das man nicht einfach erklären kann mit, ja, ist halt komplett Standard-Unreal-Engine-Kram. Und es ist nicht mehr der coole Unreal-Engine-Kram, sondern der wirklich durchschnittliche. Der, wir platzieren Objekte in die Welt und nutzen den normalen mitgelieferten Shader selbst für die Monster, wodurch sie optisch so null in die Welt passen. Kram. Craftopia war im Early Access und Craftopia ist im Early Access, seit nun über 3 Jahren. Man kann sich vorstellen, dass die Craftopia-Spieler alles andere als happy sind, da Pocket Pair nun ein weiteres Early Access-Spiel veröffentlicht, während sie ein Early Access-Spiel niemals beendet haben, das auch noch fast identisch ist zu diesem neuen Early Access-Spiel. Und ebenso sind sie bereits an einem anderen Spiel dran, das einfach ein Hollow Knight-Klon ist. Pocket Pair nutzt ihre Millionen, die sie aktuell eingenommen haben, um ein eigenes internes Team damit zu beauftragen, es zu entwickeln. Aber ihre Philosophie von mittelmäßig geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht,
ziehen sie seltsamerweise knallhart weiter durch. Irgendetwas ist doch hier seltsam und dafür sollten wir uns mal den CEO der Firma genauer ansehen. Ich habe so das Gefühl, dass die meisten, die das jetzt zum ersten Mal hören, so überhaupt nicht überrascht sein werden. Takuro Mitsubi ist der Chef der Firma. Mitsubi ist nicht wirklich gut, wenn es um Entwicklung geht. Das ist das, was ich mitgenommen habe, als ich mir einige Interviews durchgelesen hatte. Ebenso ist er ein KI- und Crypto-Bro, was mich dann am Ende noch weniger überraschte. Auf der PocketPair-Webseite prahlt er mit seinem Lebenslauf und an erster Stelle steht DS Development at Nintendo Game Seminar. Dies ist ein 10-monatiges Seminar gewesen, bei dem Studenten zusammen Spiele entwickeln und diese Spiele wurden dann in Japan via der Wii auf dem DS übertragen, damit alle die spielen konnten. Die anderen Sachen sind unter anderem Kryptozeug. 2022 hat Mitsubi ein Interview mit dem japanischen Riot-Magazin geführt und da kam eine interessante Sache ans Tageslicht. Er sagte, ursprünglich habe ich Nintendo-Spiele geliebt und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe auch tiefen Respekt gegenüber der Firma. Was die Herangehensweise an die Spielentwicklung betrifft, so legt Nintendo eine starke Philosophie zugrunde. Die Schaffung neuer Werke mit einer einzigartigen Identität in hoher Qualität. Dies wurde auch beim Nintendo Game Seminar betont. Andererseits hege ich den Wunsch, dass viele Menschen meine Werke genießen und diese Motivation liegt mir am Herzen. Deshalb greife ich gute Ideen auf, die in der Welt existieren und ich denke nicht unbedingt, dass ich mich strikt auf Originalität beschränken sollte. Ich möchte eher locker und ungezwungen kreativ sein. Es ist auch in Ordnung, sich auf Trends einzulassen und nicht zwanghaft nach Originalität zu streben. Oder? Wisst ihr, das ist das, was ich von einem Crypto- und KI-Bro auch einfach erwarte. Es geht nicht um Kunst, es geht nicht um das Werk, es geht darum, wie du am meisten Leute erreichst, wie du am meisten Geld machst. Dies ist irgendwo sein Ziel. Dies ist das, das ihn antreibt. Und auch wenn es mich schmerzt und ich zu 100% seiner Philosophie nicht zustimme, muss ich eingestehen, seine Vorgehensweise ist legitim und für seinen Fall komplett richtig. Denn am Ende ist es aus einer Hinsicht her absolut brillant. Aus der Sicht von Marketing. Leute, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich habe viel gesehen. Viel, das mich wütend macht, als jemand, der versucht, so originell und kreativ wie möglich zu sein und schon viele Videos abgebrochen hat, weil irgendwer aus Amerika mit 800 Abonnenten ein Video gemacht hat, das ich auch machen wollte. Weil ich nicht am Ende einfach das machen will, was für andere schon gemacht hat. Auch wenn es Quatsch ist, denn wenn ein Thema durch die Gedanken von jemandem gefiltert werden, ist es meistens bereits etwas, das den eigenen Horizont erweitern kann. Aber eine Sache, die mich weiterhin unendlich ankotzt, ist, dass schlechte, aber provokative Dinge immer sehr viel einfacher Erfolg haben als gut überlegte und kreative Dinge. Die Rechte an Puder Bär sind ausgelaufen und nun durften alle diesen Charakter nutzen. Innerhalb kürzester Zeit wird ein grottenschlechter Horrorfilm mit Puh gemacht. Webseiten greifen das auf, weil sie mit Klicks Geld machen und bewerben es dadurch wie blöd. Weil ist es nicht total irre, dass ein Horrorfilm mit Puder Bär erscheint? Hä? Wie verrückt ist das denn? Mickey Mouse, die Rechte sind tatsächlich ausgelaufen. Ein schnell zusammengeschustertes Mickey Mouse Horrorspiel wird angekündigt. Webseiten fressen die News und verbreiten es wie blöd. Weil ist es nicht irre, dass ein Horrorspiel mit Mickey Mouse erscheint? Hä? Wie verrückt ist das denn? Europol sagte mal, dass wohl ab 2025 ca. 90% des Contents im Internet mit Hilfe von KI hergestellt wird. Stellt euch darauf ein, dass diese absolut dämlichen Clickbait-Überschriften wie "Das wird Disney nicht gefallen" mit solch absolut nutzlosen Artikeln bald eure komplette Timeline ausmachen wird. Schon jetzt wirkt es so, dass viele deutsche Magazine einfach nur noch komplett algorithmusgetrieben Artikel rauspumpen und ich stelle langsam wirklich in Frage, ob da noch viel Menschenarbeit hintersteckt. Hier, ich nehme diesen Artikel von Kotaku, sage ChatGPT, er soll ihn so umschreiben, dass man ihn nicht mehr mit dem Originalartikel identifizieren kann, lass ihn auf Deutsch übersetzen, direkt von ChatGPT und boom, innerhalb von 60 Sekunden einen Artikel erschaffen, den man jetzt so veröffentlichen könnte. Diese Steps kann man via API komplett automatisieren, sodass kein Mensch mehr auch nur irgendetwas tut. Und wenn dann ein Artikel mit ein Pokémon-Spiel mit Knarren erscheint, hä? Wie verrückt ist das denn? Häufiger geklickt wird als ein Artikel, der gerade den neuesten Liebesbrief eines Indie-Entwicklers an eine bestimmte Spielrichtung enthält, dann wird halt dieses hervorragende Indie-Spiel nie wieder erwähnt, sondern nur noch das Pokémon mit den Knarren-Spiel. Weil Provokation mehr Klicks macht, und das wird immer über Qualität gestellt. Es ist als Indie-Entwickler heutzutage sehr viel einfacher, absichtlich etwas dreist und oder schlecht zu machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, anstatt sich Mühe zu geben. Mach einen schlechten Cuphead-Klon und Webseiten sowie YouTuber zerreißen sich regelrecht das Maul darüber, was am Ende einfach nur gratis Werbung ist. Spiele wie aber zum Beispiel Roboco, wo man super einfach Roboter bastelt, viele mega witzige Szenarien lösen muss und echt extrem viele coole Dinge einfach passieren,
bekommt 0 Aufmerksamkeit. Ich habe das Spiel damals nur komplett per Zufall gefunden. Es begeisterte mich aber immer und immer wieder. Wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass man gar nicht erst sein Traumspiel machen muss, wenn man nicht einen richtig starken Marketingplan hat. Das ist die bittere Realität. Du machst dein cooles Traumspiel super. Wie kannst du später bewerben? Das weißt du nicht? Dann lass es direkt. Und klar, es gibt die Ausnahmen. Wir sehen sie hin und wieder. Aber ihr müsst bedenken, wie viele Spiele erscheinen. Über 13.000 Spiele erschienen allein auf Steam letztes Jahr. Diese Zahl wird von Jahr zu Jahr größer. Von den 10 Indie-Hits, die man wirklich mitbekommt in einem Jahr, sind garantiert noch Hunderte dabei, die ebenfalls Aufmerksamkeit verdient hätten. Das Marketing aber einfach zu schwach war. Marketing ist ein Skill, den die meisten Entwickler selten wirklich gut drauf haben. Da ist es häufig besser, einfach den Easy-Mode zu wählen und so provokativ zu sein, wie es nur geht. Wenn ihr dann damit Erfolg habt, könnt ihr ja immer noch euer Traumspiel machen. Wenn ihr hingegen pleite seid, ist das Thema für immer gegessen. Und genau deswegen gibt es so viele Bullshit-Spiele, weil es halt ernsthaft der Easy-Mode ist. Aber nur weil etwas ein legitimes und funktionierendes Marketing ist, heißt es nicht, dass es der richtige Weg ist. Denn ihr wisst ja nun, dass Pocket Pair bekannt dafür ist, Spiele nicht fertig zu machen. Und hier kommt mein Pokémon-Vergleich, den ich bei Parrot anbringen möchte. Es geht dabei nicht um die Monster, die Mechaniken oder gar um das Spiel. Es geht um das Team dahinter. Laut meiner Analyse ist Pocket Pair ein ziemlich inkompetenter Entwickler. Glaubt mir, ich sage das nicht einfach so heraus. Ich habe mir alle möglichen Interviews angesehen und Steam-Forum-Posts durchforstet, um die Meinungen von Spielern zu lesen. Was dabei rauskam, ist, dass Pocket Pair anscheinend sehr günstig ihre Spiele entwickelt und das muss man Mitsuo belassen, genau die Elemente aus anderen Spielen klaut, die einen gewissen Suchtfaktor erzeugen. Das kriegen sie halt wirklich gut hin. Craftopia ist ein Spiel, das so gut wie nur aus gekauften Assets besteht. Es ist buggy, es ist unoptimiert, es ist hässlich wie die Nacht. Es ist ein ziemlich inkompetent hergestelltes Videospiel. Parrot wurde anscheinend ursprünglich auf Craftopia aufgebaut, zumindest wirkt es so laut den ganzen Berichten. Aber weil das Spiel in Unity zu laggy war, wechselte man auf Unreal. Und hier habe ich wieder dieses seltsame Romantisieren mitbekommen, was eigentlich eher negative Sachen sind. Also wenn Spieler so Stories lesen und eher denken, wow, wie genial, statt holy shit, wie inkompetent. In dem japanischen TV-Programm wurde gesagt, dass keiner von den Entwicklern wirklich Ahnung hatte. Die 3D-Modelle kamen von einem Studenten, den die Entwickler kannten, da er in einem Markt arbeitete, zu dem sie des Öfteren gingen. Mitsube wusste nicht, was ein Rig ist. Er hatte absolut keine Ahnung, wofür ein Rig ist. Niemand wusste, wie Unreal klappt, außer ein Senior im Team, der allen alles beibringen musste. Sie nutzten keinen Version Control, was garantiert jetzt Probleme machen wird. Glaubt mir, das ist kompletter Wahnsinn. Sie hatten keine Ahnung, wie Version Control klappt und deswegen haben die einfach jeden Progress auf Speicherkarten gespeichert und wöchentlich neue gekauft, um alles zu sichern. Ebenso betonte Mitsube nochmal, dass er nicht geeignet für Nintendo wäre, da Nintendo kreative und neue Sachen machen möchte. Er will einfach nur Trends verfolgen, die Leute mögen. Dass die KI der Monster also kacke ist, dass die Welt leer und stumpf wirkt, dass es keine Story gibt, dass Parrot auf Xbox Series X teilweise richtig schlecht läuft, dass das Häuserbauen fummelig ist, es keinen wirklichen roten Faden gibt und Game Design für Parrot ein Fremdwort ist, kommt eben genau daher. Dieses Team ist inkompetent. Es hat keine Ahnung, wie man Spiele erstellt. Vor allem nicht Spiele in dieser Größe. Und mein einziger Gedanke schon beim Spielen war, kann es sein, dass das Spiel im Kern bereits so schlecht entwickelt wurde, dass man einiges nicht mehr retten kann? Jeder, der einige Projekte angefangen hat, kann euch bestätigen, dass jedes neue Projekt sauberer, besser und modularer ist. Mein aktuelles Projekt ist das erste Projekt, bei dem ich so sauber gearbeitet habe, dass ich über 4.000 Euro pro Monat in die Entwicklung investiere, weil ich weiß, dass ich endlich die Qualität erreicht habe, die ich brauche, um so ein großes Spiel machen zu können und es so modular aufgebaut ist, dass ich super schnell neue Features einbauen kann. Ich sehe da, wenn Systeme wie die KI irgendwie von Grund auf Macken hat, die womöglich bedeuten, dass man das ganze System dafür neu schreiben müsste, weil etwas im Kern nicht stimmt und es schwer sein wird, darauf aufzubauen. Ich persönlich sehe nicht, dass das aktuelle Pocket Pair Team kompetent genug ist, um ein vernünftiges Spiel am Ende abzuliefern. Und am Ende könnte es ebenfalls wieder für immer in Early Access feststecken, da es sich nicht lohnt, auf der Basis weiterzuentwickeln. Oder man sagt, es sei fertig und lässt die Fehler, wie sie sind. Aber sie haben mehrere Millionen mit ins Spiel eingenommen und es besteht die Chance, dass sie nun das Geld investieren, um kompetente Entwickler einzustellen. Diese Entwickler werden dann sicherlich viele Tage lang Löcher in die Wände mit ihren Köpfen schlagen. Aber dadurch wäre es möglich, viele Kernprobleme zu lösen, indem sehr viel neu geschrieben wird. Mit der Geschichte der Firma tendiere ich persönlich aktuell eher, das Ganze als Scam zu bezeichnen. Ich sehe nicht, dass dieses Spiel wirklich fertig wird, sondern diverse Bugs gefixt werden und man sagt, reicht jetzt auch.
Am Ende ist es wieder wie bei Game Freak. Das Ganze hat Potenzial, aber es wurde nie ausgeschöpft, da die Entwickler es einfach nicht können. Aber gleichzeitig bin ich mir auch bewusst, dass sehr viele mit der aktuellen Version super viel Spaß haben. Für viele ist es vielleicht sogar ihr erstes oder zweites Survival-Spiel, daher alles noch frisch und spannend. Aber man sollte ernsthaft nicht erwarten, dass dieses Spiel sich jetzt noch groß weiterentwickelt und plötzlich NPCs, Städte, Orte, eine Story und all der ganze Kram reingepatcht werden. Das steht halt auch nicht auf der Roadmap. Stattdessen sowas wie PvP-Modus, weil ich in diesem Spiel auch sowas brauche wie PvP. Zwei Monster, die sich mit random Attacken angreifen und zwei Spieler, die mit Bazookas auf sich ballern. Crazy. Eine weitere Sache, die schnell aufkam, sind die auffällig gleichen Designs der Monster in Hinsicht auf Pokémon. Wir sind an dem Punkt, wo Pokémon gefühlt jede Art von Monster bereits gemacht hat. Aber das ist wirklich nur ein Gefühl, denn Pokémon hat kein Problem, ständig neue und auch recht einzigartige Pokémon zu erfinden. Das ist auch so ziemlich das einzig Gute heutzutage an der Marke, die Designs der Monster und Figuren. Powerworlds Monster sind teilweise sehr ähnlich wie Pokémon. Zu ähnlich. Und ich rede nicht nur von den Designs, sondern auch von den Modellen. Es wurde bereits gezeigt, dass die Proportionen von Körperteilen teilweise super seltsam identisch sind zwischen den Modellen von Pals und Pokémon. Das Krasse ist, dass es jetzt bereits seltsame Leute gibt, die es auf den Tod verteidigen müssen. Alla, wie soll man auch sonst Hunde machen? Die sind ja nun mal so. Logisch, dass sich 3D-Modelle ähneln. Ohne zu begreifen, dass das komplett, also ernsthaft komplett unmöglich ist, dass die Modelle der Pals mit den Pokémon stellenweise identisch sind. Einige versuchten dann Missinformationen zu verbreiten, weil bei diesen Videos, die leicht viral gingen, der Macher des Videos sagte, dass er die Modelle skaliert hat, damit sie gleich groß sind. Selbsternannte 3D-Künstler wollten dann verbreiten, dass sich dadurch irgendetwas ändern würde und man es deswegen nicht ernst nehmen kann. Ich weiß immer gar nicht, was dümmer ist. Leute, die so einen Stuss in die Welt husten oder die, die es dann auch noch glauben. Wie Modelle skaliert werden, ist von Engine zu Engine, von 3D-Programm zu 3D-Programm und auch noch zwischen 3D-Programm zu Engine immer komplett unterschiedlich. Die Engine von Game Freak wird logischerweise ein Modell komplett anders von der Größe interpretieren als die Unreal Engine. Natürlich müssen die auf dieselbe Größe skaliert werden. Das ändert nichts an den Vorwürfen. Das ist eine reine Ablenkmethode. Ich kann euch sagen, dass hier zu 100% Modelle von Pokémon stellenweise geklaut wurden. Mitsubishi sagt, dass sie ihre Arbeit ernst nehmen und kein Copyright oder ähnliches gebrochen wurde. Und ich glaube, ich weiß, was er damit meint. Denn sollte es vor Gericht kommen, haben sie noch eine Trumpfkarte. Die Topology. Hätten sie einfach Pokémon genommen und zum Beispiel nur den Kopf neu gemacht oder bestimmte Teile ausgetauscht, dann würde die Anreihung der Polygone weiterhin komplett gleich sein. Man sieht aber gut, dass die teilweise super ähnlich ist, aber nicht unbedingt gleich. Was hier passierte, ist eine einfache Retopology. Normalerweise wird sowas gemacht, um ein High-Poly-Modell auf ein Low-Poly-Modell runterzubrechen. Es ist ähnlich so, als wenn man Zeichnungen abpaust, Linien nachziehen, nur eben halt in 3D, wo die Vertices wie Magneten an dem High-Poly-Modell gesetzt werden, um eine Low-Poly-Version zu erstellen. Aber man kann es eben auch gut nutzen, wenn man eine neue Topology machen möchte, um die originale Herkunft zu verstecken. Und das könnte vor Gericht wirklich der Ausweg sein, weil dadurch extra Steps gemacht wurden, die vor allem ein Gericht schwer nachvollziehen kann, da man dafür in der Materie drin sein muss. Und wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass sie Modelle geklaut haben. Aber gleichzeitig wurden alle Animationen im Spiel komplett neu gemacht und die sind zum Beispiel von sehr hoher Qualität, zumindest in den meisten Fällen. Es ist da sehr gut möglich, dass nur der Grafiker, der diese Modelle gemacht hat, die Pokémon-Modelle geklaut hat und kein anderer aus dem Team davon wusste. Die Pokémon Company hatte angekündigt, dass sie sehr viele Mails erreichen bezüglich einem Spiel, das im Januar 2024 erschien und der Copyright-Frage nachgehen werden. Ich habe sehr häufig im Netz gelesen, dass Parrot nicht verklagt wird, weil wenn, dann hätte Nintendo das ja auch schon längst getan. Was so absolut absurd ist. Selbst einige große YouTuber geben das von sich. Dabei hat Nintendo so gut wie immer erst dann etwas getan, sobald etwas veröffentlicht wurde. Das Metroid 2 Remake wurde erst von Nintendo runtergenommen, als es veröffentlicht wurde. Die Parrot Pokémon Mod wurde von Nintendo offline genommen, als sie veröffentlicht wurde. Nintendo ist sich sehr bewusst, dass sie nicht handeln dürfen, solange etwas nicht erschienen ist, es sei denn, man nutzt eindeutig ihren Namen, Grafiken oder sonst was und verkauft es dann. Auch Nintendo muss erst das Spiel analysieren und Modelle, Grafiken, Sounds etc. vergleichen, um zu checken, ob da alles cool ist. Nintendo würde niemals einfach so eine Firma auf gut Glück verklagen. Das haben sie noch nie getan. Dass sie Parrot genau beobachten, ist klar. Ich bin mir sicher, dass die Pokémon Company auch schon selbst vor diesen Mails am Spiel dran war. Jedoch so viele Mails pro Tag bekommen haben, dass das Statement sein musste, um endlich mal wieder Ruhe zu haben. Wie das Ganze ausgehen wird, das werden wir noch sehen. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, dass das Ganze zu sehr, sehr vielen Clickbait-News-Artikeln führen wird. Denn bereits in dieses kleine Statement wurde bereits so viel für einen Clickbait-News-Artikel reininterpretiert, dass ich teilweise schon wieder die Lust verloren habe, überhaupt darüber zu reden. Aber hier sind wir.
Dies war ein langer Trip und ich bin mir sicher, dass wir einige auf dem Weg verloren haben. Es war viel, vieles auch, was man vielleicht selbst nie hören wollte, vor allem, wenn man Parrot gerade suchtet und es nicht erträgt, wenn wer anderes eine gegensätzliche Meinung hat. Aber ich freue mich, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Also kommen wir zu einem Fazit. Pocket Pair ist ein Entwickler, der absolut kein Herz in ihre Spiele steckt und Erfolg wichtiger ist als alles andere. Ich würde jeden davon abraten, solchen Firmen zu vertrauen. Das ist der Inbegriff von all dem, was schlecht an den großen Entwicklern ist, nur eben als Indie-Firma. Ich mache mir große Sorgen darüber, dass Pocket Pair davonkommt und die Pokémon Company nichts tun kann. Es würde ein Exempel dafür sein, dass Indie-Entwickler es häufiger tun sollten, dass man klauen kann und es vollkommen okay ist, da weder Gerichte noch Spieler das am Ende so wirklich interessiert. Dadurch würden wir unzählige dreiste Klone in Zukunft bekommen, da es ja anscheinend okay ist. Wir hätten noch mehr Spiele, die einfach nur ein Job sind, den Zahlen gehen nach oben Nerv kitzeln und ein neues Pokémon-Like pro Monat würde erscheinen. Der Vorteil ist dann natürlich, dass dann vielleicht zumindest ein Spiel davon mal richtig gut sein wird. Aber das könnte sich dann bald auf weitere Marken ausbreiten. Ich bin ein großer Fan von originellen Sachen, die auch gerne von etwas inspiriert sein dürfen. Pokémon mit Survival mixen ist ebenfalls eine richtig gute Idee. Aber ich würde das Konzept gerne sehen von einem richtig guten Team, das mit Liebe eine Welt aufbaut, die man gerne erkunden mag und nicht Berg nach Berg abklappert, um die ewig gleichen 5 Items zu finden. Und vielleicht auch mit einem Artstyle, der auch originell ist und nicht eindeutig von Pokémon geklaut ist. Und das ist eine Sache, die ich auch nochmal wichtig finde anzumerken. Es ist ja nicht so, dass die ganzen Designs geklaut sind. Es ist der Artstyle, der ja schon bereits geklaut ist. Genau wie die Aufmerksamkeit, die dümmliche Horrorfilm- und Horrorspiele-Parodien bekommen, ist dies ein weiterer Schlag in die Magengrube für alle, die ihr Bestes geben. Es ist sicherlich eine Sache, die sehr viele nicht nachempfinden können. Ich bin mir sicher, dass wir in den Kommentaren ein paar dieser Gestalten haben, die darüber reden, dass 6 Millionen Verkäufe eindeutig zeigen, dass alles richtig gemacht wurde. Und das möchte ich nicht in Frage stellen. Es ist halt das Zeichen, das dadurch gesetzt wird, das mir Gedanken macht. Denn andere Trends wie Battle Royale haben ja auch schon gezeigt, dass wir dann für einige Jahre mit den ewig selben Konzepten zugespammt werden und dadurch letztendlich alle Spiele runtergezogen werden. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video hier ein paar Leuten meine Gedanken vermitteln konnte. Und ich freue mich auf eine zivile Diskussion in den Kommentaren. Das einzig Gute, das ich bei Pirate sehe, ist, dass ein Spiel zum ersten Mal es irgendwie mit Pokémon aufnehmen konnte. Und wenn das nicht ein Weckruf für Game Freak ist, dann sollten sie sich warm anziehen. Denn jetzt wissen die Spieler, dass es frischere, alternative Ideen geben kann und das Gameplay von den Gameboy-Spielen nun langsam wirklich überholt ist. Und jetzt, wo ich gerade fertig war, kommt natürlich eine weitere Nachricht. Microsoft möchte Pocket Pair helfen, um ihr Spiel zu optimieren und die Serverinfrastruktur zu stärken. Microsoft ist sich sehr bewusst, dass das für ihre Xbox-Plattform perfekt wäre, ein eigenes Pokémon zu besitzen. Und natürlich stecken sie nun extra viel Zeit und Geld in das Projekt. Interessant wäre es, wenn Pocket Pair davonkommt und Microsoft den Laden inklusive der Marke Pirate einfach kauft. Und dann können sie Parrot-Spiele herstellen, nur eben von anderen Studios gemacht, was ich begrüßen würde. Wie groß aber dieses Helfen am Ende wirklich ist, das wird sich noch zeigen. Ich würde nicht zu viel in die Sache reininterpretieren, da die Game Pass-Version der Steam-Version extrem hinterherhinkt. Denn in der Steam-Version können 32 Spieler mit dedizierten Servern zusammenspielen und bei der Game Pass-Version gibt es eben nur 4 Spieler. Ich denke, es geht also vor allem darum, und dass die Performance-Probleme auf der Xbox gelöst werden. Aber ja, wie es aussieht, werden die täglichen News um dieses Spiel so schnell nicht aufhören. Gleichzeitig möchte ich aber über so viele andere Themen reden, dass ich maximal nochmal darüber spreche, wenn es irgendwie ein gerichtliches Urteil oder sonstiges in der Hinsicht gibt. Von daher danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.